Hey Leute und willkommen zurück zu KOTOR. Beim letzten Mal haben wir ein paar Mandalorianer getötet und sind schlussendlich zu diesem Computer gekommen, reden jetzt schon seit geraumer Zeit mit dem. Ja, und jetzt wollen wir wissen, wie wir diesen Parametern gerecht werden, um das System zufriedenzustellen. Wie kann ich diesen Parametern gerecht werden, wenn ich sie nicht einmal kenne? Es stehen bestimmte Maßnahmen zur Verfügung. Ein Persönlichkeitsprofil wird die Struktur Ihres Bewusstseins verifizieren. Anhand dieses Profils wird entschieden, ob Sie bereit sind, die Sternenkarte zu erhalten oder ob Sie dafür vorbereitet werden können. Okay. Was soll das bedeuten? Information nicht verfügbar. Danke. Wenn Sie weitere Fragen haben, stellen Sie sie jetzt. Der Zugriff endet mit einer erfolgreichen oder einer gescheiterten Evaluierung. Okay, du kannst anfangen. Starte Evaluierung. Die Ergebnisse werden mit den Mustern im Speicher verglichen. Verhalten Sie sich so, wie Sie sich verhalten sollten. Sie reisen mit einem Wookie, doch es kommt zu Komplikationen. Hypothese? Sie und dieser Zalbar werden gefangen genommen und getrennt. Wenn Sie beide schweigen, dann erhält jeder ein Jahr Haft. Beschuldigen Sie Zalbar aber des Verrats, dann verbüßt er 5 Jahre und Sie keines. Er erhält das gleiche Angebot, aber wenn Sie beide den anderen beschuldigen, erhalten Sie beide 2 Jahre. Was tun Sie? Was glauben Sie, wird der andere tun? Oh Gott, ich kenne das Rätsel. Ich vertraue Salbar, ich würde nichts sagen, ebenso wenig wie er. Sicher? Wenn Sie sich abwenden, riskieren Sie 2 Jahre oder nichts. Wenn Sie auf Loyalität setzen, riskieren Sie 1 Jahr oder 5. Ihre Loyalität ist gefährlich. Ihr Begleiter könnte Sie verraten und davon profitieren. Salbars Familie ist mit Verrat besudelt. Welche Loyalität kennen diese Leute? Ihre Antwort ist falsch. Ich dachte, das wäre ein Einstufungstest und keine blöde Quiz-Sendung. Ich muss Ihr Verhalten mit dem Muster im Speicher vergleichen. Sie müssen sich der Folgen bewusst sein und wahrheitsgemäß antworten. Ich erwarte auch richtige Anerkennung des richtigen Verhaltens. Das ist eine Bedingung meines Programms. Okay, mit welchem Muster vergleichst du mich? Diese Information ist für Sie nicht verfügbar. Es ist das Muster, das man mir als Richtlinie für den sicheren Zugriff eingab. Okay. Fahr fort. Die frühere falsche Antwort wird ignoriert. Künftige falsche Antworten führen zur Ablehnung. Hypothese. Sie befinden sich im Krieg. Durch die Entschlüsselung einer abgefangenen Botschaft erfahren Sie 2 Details über Ihren Gegner. Ihre Verteidigung wird in 10 Tagen besonders schwach sein. In 5 Tagen wird eine Ihrer Städte angegriffen. Was fangen Sie mit dieser Information an? Wie reagieren Sie am effektivsten? Also, ist natürlich die Frage, was er jetzt mit effektiv meint. Geht es darum, möglichst viele Leben zu retten, möglichst viele Leben zu nehmen? Ich glaube, ich mache den Mittelweg. Ich verstärke die Stadt möglichst unauffällig und bereite mich auf einen Angriff vor. Das ist keine Entscheidung. Ich wage Sie, beides zu versuchen, würde Ihre Bemühungen schwächen. Wollen Sie einen Sieg gegen 2 Niederlagen eintauschen? Wir sagen mal, dass wir sind ein Jedi. Wir evakuieren unsere Leute. Damit zeigen Sie dem Gegner, dass Sie den Code entziffert und damit seinen Schwachpunkt aufgedeckt haben. Sie festigen Ihre Position und der Krieg geht weiter. Sie haben Tausende gerettet, aber auf Kosten Ihres Sieges. Das habt ihr vermasselt, oder? Militärische Einsätze erfordern Opfer. Ich dachte, das wäre bekannt. Ja, aber ich bin ein Jedi. Mustern im Speicher. Die Versuchsperson hat das geforderte Verhalten nicht gezeigt.
Zugriff verweigert. Dieses System löscht die nicht erkannte Versuchsperson. Verteidigungsmodus initialisiert. Oh. Aber dafür bin ich ein netter Typ. Helle Seitepunkte erhalten. Sehr gut. Ja, ich bin halt so ein freundlicher Typ, ne? Und deswegen. Achso, warte mal, Abwehrdroide. Dann Ionen. Ionengranate. So, Moment. Oh, hier gibt's auch Granaten-Action. Wirf du auch mal Ionengranaten. Was? So, Candorous, du brauchst eindeutig verbessertes Medikit und ein Energieschild. Das mit dem Energieschild kommt hier auch und danach eine Heilung. Okay. Komm. Kriegen wir hin. Oh, ich bin eingefroren. Das ist jetzt nie so gut. Aber ich habe Level Up, während ich eingefroren bin. Oh yeah. Das sieht übrigens sehr interessant aus, wie ich hier gerade stehe. Ich will nicht mehr leben, ich bringe mich selbst um. Okay, Druiden kaputt. Und zwei Leute eingefroren. So. Neuralabtastungen abgeschlossen. Ausgangsannahmen waren offenbar nicht korrekt. Sekundärabtastungen während des Gefechts hat deutlichere Ergebnisse erbracht. Aha. Unter Zwang sind ihre Emotionen leichter zu entschlüsseln. Programmierung befiehlt ihnen zu geben, wonach sie suchen. So, so. Warum der Sinneswandel? Ich bin beim ursprünglichen Test gescheitert. Diese Information ist nicht verfügbar. Bald werden Sie den Kurs erkennen, dem Sie folgen müssen. Die Sternenkarte gehört Ihnen. Danke dafür. Die Einheit hat nun seine Primäraufgabe erfüllt. Die Reihe mit der Versuchsperson ist abgeschlossen. Führe letzte Aktion durch. Beginne mit der Aktivierung der Sternenkarte. Parameter zurückgestellt. Stasis initialisiert. Beende Kommunikation. Ach. Okay, wir haben die Sternkarte. Geil. So, und was zeigt sich? Objekt erhalten. Moment, ich habe ein Objekt erhalten. Na egal. Sternenkarte, ein uraltes Artefakt der dunklen Seite. Das überrascht mich nicht. Mir war immer klar, dass da unten irgendwas versteckt ist. Mich würde interessieren, ob die Sternenkarte die Evolution der Wesen der Schattenlande beeinflusst hat. Vielleicht ist es hier unten deshalb so gefährlich. Eine interessante Theorie. Ich fürchte nur, dass wir keine Zeit haben, sie zu überprüfen. Na egal. Wir haben, was wir wollten. Lass uns von hier verschwinden. Okay. Und der begleitet uns jetzt so richtig. Okay, und ich habe irgendeinen Gegenstand erhalten. Zeige neu. Das ist... Oh, jetzt darf ich hier... Moment. Wir machen das nämlich ganz anders. Ich klicke jetzt einfach auch mal alles an. Was pseudo-neu ist. Vielleicht hilft das ja. Ich hätte eben auf Ionenwaffen umsteigen können. Das wäre schlau gewesen. Was habe ich bekommen? Ach so. Die Koordinaten. Ich habe sogar 54 Medikits. Oh Mann. Einmal alles anklicken.
So, gleich haben wir's. Und wir haben's. Okay, und zurück. Ich würde sagen, aber trotzdem, wir kümmern uns noch um die Mandalorianer. Und retten Sabar. Ich glaube, das ist so das, was momentan noch ansteht. Oh, und ich habe noch ein Level-Up. Auch ganz wichtig. So, wir erhöhen mal Bewusstsein. Das war ja jetzt mittlerweile mein Plan. So, gibt es hier irgendwas, was ich skillen kann, wofür Voraussetzung Jedi? Ja, das... Ah, verbesserter Lichtschwertwurf. Auf 3 Gegner gleichzeitig. Das ist sehr praktisch. Das werde ich in Zukunft tatsächlich nutzen. Einfach auch bei irgendwelchen Tieren und so, damit die schneller kaputt gehen. Okay, so gehen wir hier lang. Ah ja, da haben wir auch schon Tiere. Dann werfen wir mal. Naja, gut, 27 Schaden. Ist in Ordnung. Ein wenig mehr als ein Nahkampf. Ich habe. Okay, dann rennen wir da mal. So, das ist jetzt deutlich effektiver. Wenn ich tatsächlich mehrere Gegner damit treffe. Ich meine, bei 3 Gegnern ist das dann ja noch effektiver. Aber bei 2 ist das auch schon mal nicht schlecht. Definitiv. Okay, auf zum nächsten. Oh, Überreste. Wie, ich habe die Leiche erhalten. Muss ich das verstehen? Und ihr braucht. So, du machst kurieren und du hast nicht genug Macht für heilen. Alles klar, dann benutzen Sie mal hier die Medikit. Und nochmal normales. Seit wann spawnen die Überreste und was bringen mir die Leichen? Moment, ich schau mal ganz kurz. Ja, zeige mir neue. Das Schöne ist, die sind jetzt alle nicht mehr ausgewählt. Deswegen kann ich einfach runter. Da. Sieh an. Die noch warme Leiche einer außergewöhnlich großen Viper Kinaris. Okay. Das ist gut, denke ich. Ich weiß es nicht. Es klingt ein bisschen merkwürdig. Aber naja. Aber naja. So, laufen wir mal hier entlang. Da geht's tatsächlich auch weiter. Ritualmarkierung. Ich glaube, das ist eine Falle. Ich glaube, ich gehe erstmal zu der Ritualmarkierung. Du siehst einige uralte und mit den Jahren verwitterte Symbole. Muss in Staub lassen, vermuten, dass sich viele Jahre niemand mehr... Bist du großzügig, erscheint die Bestie, wenn du sie rufst. Bist du würdig und weise, kämpft sie gegen dich. Bist du furchtlos und tapfer, ist die darum sicher. Wenn du die Bestie fütterst, folgt sie deinem Ruf. Hole Vipern aus ihrem Nest und hängen sie auf. Ihr Blut soll den Boden unserer Vorfahren trinken. Dies war offensichtlich ein Ort mit großer ritueller Bedeutung. Okay, und hier kann ich jetzt die Leichen ranhängen. Ich meine, ich brauche die ja eh nicht. Ein leichtes Rascheln ist zu hören. Okay, da hätten wir eine... Oh, what the fuck? Was ist das denn? So, und du hast Hunger? Rituelle Bestie. Vor allem kommt die von hinten. Wie unfair. So, komm, dich machen wir platt. Die hält aber ordentlich was aus. Meine Güte, die ist heftig. Findest du? Oh, what the fuck? Als du den Leichnam des großen Ungeheuers untersuchst, siehst du, dass eine Klinge in seiner Seite steckt. Die Haut ist schon darum gewachsen.
Die Klinge scheint der Kreatur eine Oberfläche verletzt zu haben. Wer weiß, wie lange sie mit dieser Verletzung gelebt hat. Du ziehst die Klinge aus dem Kadaver. Die einzige Marke ist der fehlende Griff. Offensichtlich ist das Schwert zerbrochen, als die Klinge in die Kreatur eindrang. Okay, das heißt, ich habe jetzt ein ganz tolles Schwert bekommen, oder was? Da oben. Barkas Schwertklinge. Dies ist ein Teil von Barkas Zeremonienklinge, die durch den Hochmut Häuptling Rotavars zerstört wurde. Er hatte das Ungeheuer der Schattenlande unterschätzt und sein Schwert in dessen Hort verloren. Seitdem wird nur der Griff des Schwertes von Generation zu Generation vererbt. Wer beide Teile des Schwertes besitzt, kann die Klinge wieder zusammensetzen. Okay. So, jetzt gibt es noch Überreste. Reif, der Saresh und Gunhans Tagebuch. Die gucken wir uns auch nochmal an. Easy peasy. Und zwar Reif, Weisheit 5, Beschränkung helle Seite. Erhöht die Weisheit, das ist nicht schlecht. Und das Tagebuch. Dieses Datenpad stammt aus dem Kadaver eines Terentatek auf Kashyyyk. Das Biest hatte es wohl verschlungen. Es scheint das persönliche Tagebuch Gunhan Saresh's zu sein. Der letzte Eintrag erhält, was er auf Kashyyyk wollte. Vorlust und damit dunklen Seite verfallen. Wollte warnen, Liebe unterdrückt. Beschimpft, beschuldigt, dass ich den Fahrt folgen würde. Ich, Korriban verlassen. Aber ich werde den Auftrag, das Ding vernichten. Ich werde die Bestie vernichten und beweisen, dass ich weder Duran noch Schönen brauche, um diese Kreatur zu besiegen. Gut. Läuft darauf hinaus, dass du es verkackt hast. Kann ich hier noch mehr Viecher holen? Ich meine, ich habe ja 3 von den Leichen. Nee, das war's. Okay, das war's dann mit dem Ritual. Das heißt, ich habe die 2 Leichen nur zum Spaß. Oh, ich habe hier auch noch Level-Ups. Moment, die kann man immer eben schnell verteilen. So, erhöhen wir nochmal deine Weisheit. Fähigkeiten, Bewusstsein, Talente. Oh, okay. Sehr cool. So, plus 1 auf Angriff mit Laserschwerten. Das ist schon mal nicht schlecht. Du sollst natürlich besser heilen können. Heilen ist immer gut. So, und jetzt kommt noch er. Wir können auch seine Skills wieder verbessern. Ist ein bisschen schwachsinnig, dass er auch so einen hohen Stärkewert hat und keinen Geschicklichkeitswert. Aber ich werde seinen Geschicklichkeitswert hochziehen. Dann ist er später vielleicht besser. So, Talente. So, Zähigkeit hat er ja auch schon durch, ne? Ja, er hat sein schweres Repetiergewehr. Wir können mal Scharfschütze verbessern. Oh. Und ihr braucht. Okay. Weiter geht das. So, wir müssen ja jetzt hier lang, ne? Ja. Schaut ganz so aus. Genau, uns fehlt ja hier rechts. Oh, da steht ein Mugi. Darum kümmern wir uns gleich. Aber ich möchte hier erstmal in diese Art Sackgasse. Gibt's hier echt nichts? Okay, hier gibt's nichts. Krass, hier gibt's nichts. Dann würde ich sagen, bevor wir uns auf einen Dialog einlassen mit diesem Wookie, speichern Verb, und beenden den Part. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst es mich wissen. Und bis zum nächsten Mal bei KOTOR. Bis dann.